Freitag, der 25. August 2023. Wüsste man es nicht besser, könnte man glatt meinen, es ist ein Tag wie jeder andere in dieser mittelfristig dem Untergang geweihten Welt. Ohne Scheiß, ich war bereits schleichend auf dem Weg ins elterliche Schlafzimmer, um mich mit einer halben Tube abgelaufenem Korkkleber aus Stiefpapas Nachttischschublade frühzeitig selbst aus dem Leben zu erbrechen. Aber nur fast, erreichte mich gerade noch rechtzeitig folgendes Telegramm. Achtung, krallt euch lieber ungefragt an den Innenschenkeln der Person rechts von euch fest. Tommy Schmidt und Sophie Passmann bekommen endlich eine eigene Fernsehshow. Und wen diese News schon vor Geilheit platzen lässt, der wird bei der nächsten untenrum implodieren. Die Show trägt den Namen Neo Ragazzi. Wie die da drauf gekommen sind? Na ganz einfach. Neo, wegen ZDF Neo. Dem atomwaffenfähigen Innovationstanker der schiffbrüchigen Öffi-Flotte. Zwischen Inspektor Barnaby und Best of Bares für Rares bekommen jugendlich frische Formate hier ihre verdiente Bühne. Bei Ragazzi handelt es sich um den Namen einer brandneuen Gönnergy-Sorte in der Geschmacksrichtung Klabusterbeere-Cola, die Ende des Jahres palettenweise die deutsche Discounterlandschaft verschlimmschönern und Streaming Gott Monte zum stolzen Show-Sponsor machen wird. Geil, ne? Geil. Und als wäre das alles nicht schon Grund genug zur überschäumenden Freude, dürfen eure zwei lispelnden Lieblingstonsurträger aus bis dato noch ungeklärten Gründen heute in einer Neo Ragazzi-Ausgabe zu Gast sein. Heureka! Bei den weiteren Promi-Gästen handelt es sich um Roman und Heiko Lochmann und die Ratiofarm-Zwillinge. Es gibt selbstverständlich noch ganz viele andere Pharmaunternehmen. Aber eben nur eines mit dieser affengeilen Zwillingswerbung. Lass mich deine Bronchitis sein, Baby. Rachenbeschwerden? Da gibt's doch was vom Peterchen. Herrje, ich bitte um Entschuldigung. Nach dem Insulinspritzen werde ich immer so horny irgendwie. Weiter im Text. 15.02 Uhr. Von der Schuhkarton-großen Garderobe geht's für Dennis und Benny in eine geräumige Gästelimousine. Nächster Halt, Showgelände. Auf dem Rücksitz gönnen sich die zwei eineiigen Alleskönner ein paar Minuten naives Herumalbern, inklusive gedankenschwerer Blicke aus dem Fenster. Letztere verleiten Dennis dazu, den Fahrer darum zu bitten, mal eben rechts ranzufahren, und diese Entscheidung bitte nicht zu hinterfragen. 15.14 Uhr. Eine knappe Kippenlänge später erobert der prominent befüllte Bumsbus wieder den Kölner Straßenverkehr, um kurz darauf sein finales Ziel zu erreichen. Die heiligen Hallen der Bild- und Tonfabrik. Vorfreudig erregt erkunden Dennis und Benny die historische Geländeauffahrt. Wann stehst du da oben? Wann stehst du da oben? Wann kommst du eigene Show? Eigene Fernsehshow? Wir sind in Verhandlungen. Es ist spruchreif. Tele 5 will uns. 15.30 Uhr. Und da sind sie. Sophie Passmann und Tommy Schmidt. Zur Begrüßung tauschen die abgeklärten Entertainer-Pärchen zarte Körperlichkeiten aus. Tommy ist peinlich berührt, weil Benny ungefragt mitfilmt. Thomas, hallo. Ich bin ganz großer Fan in Ihrem Podcast. Wie läuft es noch? Oh Gott, können wir uns einmal Hallo sagen? 15.45 Uhr. In der großzügig ausgestatteten Gästegarderobe warten Grußkarte, Sticker, Socken und das WLAN-Passwort. Lies mal vor, was sich dahinter verbirgt. Ciao, Dennis und Benny. Benvenuti a Neo Ragazzi. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute da seid. Auf eine gute Sendung, viel Spaß und gute Laune. Na, das wollen wir auch hoffen. Auch das Snackangebot macht wunschlos glücklich und lädt zum hemmungslosen Einverleiben ein. Eins steht jetzt schon fest, die ZDF Neo Show hat ordentlich aufgefahren, um bei den spitznäsigen Star-Entertainern einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Doch vor dem Buffet plündern ist erstmal Abpudern angesagt. Dennis und Benny lassen diesen Vorgang mehr oder weniger ehrenvoll über sich ergehen. Ist das immer so, wenn der eine in der Maske ist, muss der andere nerven? Oder? Ja, das ist, der nervt generell immer. Passt so. Ich tragte so eine enge Unterhose. Komm, nicht schon wieder. Ah. 16 Uhr, Mittagessen. Auf persönlichen Wunsch der Wolters reicht eine stressresistente Setfee, Risotto, Artischocken und schickes Grünzeug aus regionalem Anbau. Das schmeckt. 16.24 Uhr. Benjamin Wolter, Internetkult und Zweitname Bernd. Das ist ganz wichtig. Sind Sie geimpft?
Info gegen. Die Pflanzen habe ich auch zu Hause. Die sind ganz toll. Die kann man einfach so ein bisschen einfach abstauben. Ansonsten geht es gleich los. Wir sind hier gerade in den letzten Vorbereitungen. Und super, passt. Vom Backstage geht's für die mit Veggie-Food befüllten Brüder nun ab hinter die prestigeträchtige Pressspanbühne von Neo Ragazzi. Wie es sich für preisbehangene Comedy-Stars gehört, witzeln Dennis und Benny bereits während dem verkabelt werden. So tut Dennis so, als würde er wichtige Stecker ziehen. Das ist lustig, weil man das lieber nicht machen sollte. Schon mal überlegt, deinen und Akkus klauen. Dein Ohrloch wieder durchzustechen. Willkommen auf Bennys OnlyFans-Account. Wie geht's euch? Wollt ihr mehr? Dann investiert ihr Minute gegen Knopf auf. 16.50 Uhr. Toilettenpause. 17.01 Uhr. Nach nervenaufreibenden Social-Media-Drehs und belanglosen Smalltalk-Gesprächen mit der Set-Crew beginnt in wenigen Minuten endlich die Show-Aufzeichnung. Wie werden die Zuschauer auf unsere Twinnies reagieren? Was, wenn dieser Auftritt Deutschlands kinnbärtigste Zwillinge schlagartig weltberühmt macht? Benny Wolter nimmt uns ein Stück mit in seine Gefühlswelt. Ich bin tierisch aggressiv, extrem geladen und freue mich auf heiße Statements von meiner Seite. 17.29 Uhr. Ein letzter geschmackloser Gag. Und dann heißt es endlich, lasset die Show beginnen. Unter frenetischem Applaus werden Dennis und Benny vom Publikum empfangen. Die Stimmung ist ausgelassen und fröhlich. Man kann sagen, Neo Ragazzi hat mit der Aufzeichnung dieser Super-Zwillings-Spezialfolge bereits jetzt seinen inhaltlichen Höhepunkt erreicht und sollte meiner Meinung nach auf der Stelle eingestellt werden. Ignoriert es einfach. Dennis, dein kurzes Feedback zu der Sendung. Das ist eine echte tolle Sache. Ich hoffe, es gibt die zweite Staffel. Und wie geht's euch so? Ein weiterer Meilenstein in der raketenhaft verlaufenden Karriere von Daniel und Bernd Wolter, die sich am Ende noch einmal selbst zu Wort melden möchten. Mein Name ist Peter Rütten und ich lasse mir nun von meinem bi-neugierigen Nachbarn Ulf die Eiterbeule aus der linken Achsel herausmassieren. Adios und bis zum nächsten Mal. Toller Dreh. War super. Dennis hat gerade tierisch einen fahren lassen. Egal, war ein super Dreh, eine tolle Show. Würde ich auf jeden Fall auf zwei Staffeln verlängern. Dann Strich drunter setzen, weil mehr geht das Format nicht her. Hier oben entscheiden zwei Videos und eins davon ist ein Vlog. Ich glaube, wo wir die letzte Tommy Schmidt-Show besucht haben. Der macht ja mehr Shows, als andere Leute sich impfen lassen. Und unten gibt es nur da oben dann ein Video von Funk. So spitz ist unser Humor.